Hallo? Was dann? Hallo? Wer ist da? Ja, Auto-Otter hier, hi. Ach Mann, nerv mich. Okay, ich komm rein. Yo Leute, Auto-Otter hier. Und in diesem Video geht's um den Karton da hinter mir, den kleinen. Denn ich freue mich mega. Ich habe ein neues Bike und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Ja, genau das brauche ich. So. Ach ja. Kennt ihr diesen Moment? Habt ihr auch mal so eine Box aufgemacht und euer neues Bike ausgepackt? Schreibt's mal in die Kommentare. Was habt ihr euch so bestellt? Oder wartet ihr noch auf was? Für mich ist das gerade ein wahnsinnig toller Moment. So. Und hier. Das muss man genießen. Das ist so geil. Ich kann es gar nicht sagen, ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Box geht auf. Hallo! Hallo! Ich komme zu Hause! Seht ihr das schon? Oh! An all die, die mich nicht kennen, die jetzt das erste Mal einschalten, die denken bestimmt, ist das ein Vollidiot. Aber Leute, ich kann es euch sagen, ich freue mich gerade so. Und trotz der ganzen Aufregung muss man sich dafür einfach noch eine Sekunde Zeit nehmen. Der Raum hier ist ein bisschen eng. Natürlich noch mit drauf, ne? So Leute, und hier ist das Bike. Fixen fertig. Nein! Nein! Und hier steht es, Leute. Mein brandneues Bike. New Bike Day ist einfach ein tolles Feeling. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Teil eine geile Saison zu haben. Und auch wenn jetzt die meisten von euch sagen werden, ist das hässlich und ich wahrscheinlich der einzigste Mensch auf der Welt bin, dem das gefällt, habe ich noch eine Kleinigkeit an dem Bike geändert. Bei Classic-Skin-Reifen scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Hier waren auch Matze und ich nicht ganz einer Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, welcher Reifen euch besser gefallen hat. Alter! Alter, ist das hässlich, ey. Alter, Moll! Das ist Wahnsinn! Guck dir das an, ey! Das ist so hässlich. Ja, ich kenne Geschmack. Das macht das Bike, was ohnehin schon super schön ist, noch mal auf ein ganz, ganz anderes Level. Und Massage, wie sieht's aus? Finde ich echt hässlich. Also, ist. Das ist dein Geschmack. Ja, sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Ich find's geil. Ich find's richtig geil. Ist trotzdem gewohnt, so mein Zauber. Ich mag's doch mal. Leute, wir sind hier noch vor dem Umbau, noch im Originalzustand. Der Matze verspätet sich, weil seine Bestellung noch nicht da ist. Dann dachte ich mir, komm, führe ich das schöne Stück hier mal aus auf die schöne allererste Ausfahrt hier im nassen Schneematschwald. Testen wir auch mal klar dabei, wie es klettert. Ja, auf den nassen, klitschigen Wurzeln mit viel zu viel Reifendruck
denn ich habe noch nicht auf Tubeless umgebaut. Aber hier auch mal schön drüber. Jawohl. Nice. Also ich muss sagen, das klettert richtig gut. Das allererste Mal in den Trail. Erwartet jetzt noch nicht so viel. Ich habe viel zu viel Reifendruck, es ist ultra matschig und nass. Aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt mal das Teil ein bisschen testen hier. Passt so, steht so ungewohnt tief. Boah, rollt gut, die 29. Nice. Boah, er will so richtig abheben. Ey. Wahnsinn. So Leute, das war's soweit mit dem Video, mit dem Unboxing vom Rod & Swoop, dem Umbau und dem ersten Ride. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr dem Kanal gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ich würde mich sehr freuen, dann seht ihr auch, wie es mit dem Bike weitergeht. Schreibt doch mal vielleicht in die Kommentare, ob ihr auch ein Swoop habt, was ihr davon haltet. Oder ob ihr in Erwägung zieht, euch eins zu holen. Von mir jetzt der erste Eindruck, ganz klar eine Empfehlung. Ich bin super zufrieden, auch von dem Preis her, alles top. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao. Hoffentlich ist das Trupp.